Moin moin, ich wollte euch heute mal meinen Pile of Shame zeigen, meinen aktuellen Pile. Ja, es gibt immer mal wieder Spiele, die kauft man sich oder ja, die bekommt man vielleicht auch geschenkt und die hat man einfach irgendwie immer noch nicht gespielt. Ich bin sicher, ihr kennt das und ich würde ganz gern ein bisschen, ja, die Spiele auch ein bisschen priorisieren in diesem Video. Und ja, wir machen das irgendwie so. Ich stelle euch die Spiele kurz vor, zumindest auch sage ich so viel, wie ich darüber weiß. Und dann ja, schaue ich mal, ob ich ja, das irgendwie bewerten kann, wie wichtig mir das ist, die Spiele jetzt noch zu spielen. Vielleicht sind das auch Spiele dabei, wo ich überlege, sie einfach auch ungespielt direkt wieder zu verkaufen. Und eure Mithilfe ist natürlich hier gefragt. Das heißt, ja, schreibt gerne in die Comments unten, welche Spiele, ja, ich besonders hoch priorisieren soll. Welche Spiele von diesen Spielen, die ich jetzt gleich hier hervorzaubere, soll ich denn als erstes spielen? Und welche Spiele, ja, kann ich vielleicht auch eurer Meinung, ja, komplett weglassen, weil ihr sagt, ja, die sind nichts für mich. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt einfach mal mit ein paar kleinen Sachen an, die ich auf meinem Pile of Shame habe. Und das erste ist der Crime Zoom-Titel Sein letztes Blatt. Crime Zoom ist so eine kleine Reihe von Aurora. Und hier haben wir so ein, ja, es ist so Kriminalfälle, in denen wir ja bestimmte Orte besuchen können. Wir können Hinweise aufdecken in Form von Karten. Und dann müssen wir uns ja so ein bisschen, ja, so ein Bild machen, was passiert ist. Wir müssen vielleicht den Mörder finden. Wir müssen Hinweisen nachgehen. Das Ganze, ja, findet in so einem kleinen Kartenformat statt. Und davon habe ich schon einen Teil gespielt, einen Crime Zoom Teil. Und den fand ich wirklich sehr gut. Und deswegen bin ich auch richtig heiß darauf, dieses Spiel hier einmal auszuprobieren. Und ich denke, dass, ja, dass das definitiv irgendwie so in den nächsten Tagen, Wochen auf den Tisch kommt. Aber ich habe es einfach immer noch ja, seit längerem jetzt hier schon liegen. Habe ja, von dem ersten erstmal dann eine lange Pause gemacht. Und ich kann euch sagen, das Spiel, das verlässt auf keinen Fall die Sammlung. Es verlässt vielleicht erst die Sammlung, wenn ich es gespielt habe. Denn man kann das auch wirklich gut weitergeben. Man zerstört hier irgendwie kein Spielmaterial. Man kann die Fragen einfach so auf einem normalen Zettel beantworten. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ob mir dann dieser Fall auch so gut gefällt wie der erste Fall. Ging es, glaube ich, auch irgendwie um so einen Schriftsteller. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber ja, so viele Crime Zoom-Titel gibt es nicht. Aber eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Das zweite Spiel, was ich auch schon seit sehr langer Zeit auf meinem Pile of Shame habe, es geht auch um eine Krimi-Reihe, nämlich Pocket Detective. Bei Pocket Detective, das ist eigentlich so ähnlich wie Crime Zoom. Auch hier haben wir ja eine bestimmte Story. In diesem Fall ist das gefährliche Machenschaften, heißt das hier. Mann stürzt aus Hotelfenster, kann man hier ganz groß lesen. Ja, müssen wir hier auch einen Fall lösen. Und diesen Fall lösen wir auch wiederum, ja, so indem wir Karten aufdecken. Diese Karten sind dann auch das können bestimmte Orte sein. Dann in diesen Orten müssen wir ja, Leute vielleicht befragen in Form von anderen Karten, die wir aufdecken müssen. Und auch hier müssen wir uns dann im Grunde genommen ja ein Bild der Story machen. Ich habe davon auch schon einen Teil gespielt und zwar die Bombe tickt, ist das. Der hat mich aber nicht so krass abgeholt. Deswegen bin ich, ja, ich habe mir aber trotzdem diesen Teil hier noch geholt, weil ich dachte, okay, ich gebe der Reihe noch mal eine Chance. Vielleicht haben wir einen schlechten Abend erwischt, es war irgendwie spät und wir haben schon viel davor gespielt. Wir konnten uns nicht mehr ganz so gut auf die Story einlassen. Deswegen möchte ich auf jeden Fall ja, diesen Teil auch noch mal spielen. Ich bin aber schon noch ein bisschen skeptisch, ob das der Bringer sein wird oder nicht. Anders als bei Crime Zoom, ja, bin ich mir bei dem Spiel nicht ganz so sicher, wann und wie schnell das auf den Tisch kommt. Aber auch das, ich werde es nicht verkaufen, bevor ich es nicht gespielt habe, glaube ich. Das zu Crime Zoom. Dann ja, ein Spiel, da habe ich einen Post auf Instagram gesehen, da fand ich das mega interessant. Das Eternal Chronicles of the Throne. Und dann habe ich mir das besorgt. Das ist ein Kartenspiel. Ich habe es auch schon mal aufgemacht. Ich habe auch schon mal die Regeln durchgelesen. Ich habe ja sozusagen auch schon mal das aufgebaut gehabt. Habe aber irgendwie es dann nicht geschafft zu zocken.
Es ist so ein bisschen, es ist so eine Art, ja, so ein Battlespiel. Man hat hier so einen Charakter, der ja eine bestimmte Anzahl von Leben hat. Das kann man hier mit so einem Rad ja, switchen. Da gibt es hier für jeden so eine Karte, so eine Charaktertafel. Und ja, und dann besteht das Ganze aus einem ja, riesigen Deck. Man muss sich das, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie Magic in einfach vorstellen. Das heißt, man hat hier wohl auch irgendwie so ein Tableau, was man sich hier baut und kann dann irgendwelche Zaubersprüche casten oder ja, weiß ich auch gar nicht so genau hier sowas. Man kann irgendwelche Monster beschwören. Renegade Valkyrie, Order of the Spire, Oblivion Spike. Also es ist so vielleicht so ein bisschen so eine Mischung aus Magic und Hearthstone mit, aber natürlich ja jetzt sehr vorgefertigten Karten, die ja ist kein LCG oder sowas, ist einfach ein komplett fertiges Spiel. Es hat halt auch so Keywörter, Berserk, Destroy, Banish, Lifesteal, Flying. Flying kennt man ja auch aus Magic. Ja, und irgendwie, ich war mega heiß drauf und habe mir das halt geholt und ja, seitdem liegt es hier irgendwie im Schrank und ich komme irgendwie nicht dazu, mir das nochmal genauer anzugucken und ich, ja, weiß ich auch nicht so genau. Bin nicht ganz sicher, vielleicht habt ihr das ja schon mal gespielt, ob sich das wirklich lohnt. Ja, kann ich auch nicht so richtig einordnen. Da würde mich auch echt eure Meinung interessieren, zumindest von diejenigen von euch, die das schon gespielt haben. Eternal Chronicles of the Throne. Auch ein Spiel, ja, leider noch auf meinem Pile of Shame. Dann, ja, ein Spiel, das habe ich mir ja auch erst diese Woche geholt und das wird sicherlich in den nächsten Tagen auf den Tisch kommen. Hier mein Exit, die Entführung in Fortune City. Das ist einer der wenigen Exits, die ich noch nicht gespielt habe. Es ist, glaube ich, jetzt nicht eines der neuesten, aber schon einigermaßen neu fortgeschrittenen Level. Und ja, hier sind wir. Der Sheriff von Fortune City wurde entführt, ermittelt den Täter und rettet den Sheriff. Ja, ein Exit, da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist einfach solide, gut. Das kommt definitiv demnächst auf den Tisch und wird dann ja, kaputt gemacht, zerschnibbelt, bemalt, was auch immer, geknickt. Genau. Dann ein kleines Spiel. Das weiß ich auch gar nicht so genau, warum ich das noch nicht gespielt habe. Vielleicht liegt es an der Spielerzahl. Und zwar geht es um Dragons. Das ist so ein, yes, ich weiß gar nicht, ist das ein Push-Your-Luck-Spiel? Das habe ich auch mir schon, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich mir das geholt habe. Ich hatte mir irgendwann mal in so einem Anflug von, ich brauche mal ein paar mehr Absacker, ein paar mehr kleinere Spiele, habe ich mir das, ja, fast, ich weiß gar nicht, ob ich es mir aufschwatzen habe lassen, aber ich habe es mir irgendwie geholt, nachdem mir jemand gesagt hat, dass, ja, das lohnt sich. Ja, und hier sind wir halt irgendwie so ein Drachen und wollen irgendwie Schätze horten. Ob das jetzt mit Push Your Luck ist oder nicht, ich glaube aber schon. Bin ich mir gar nicht sicher. Ist halt für 3 bis 6 Spieler 30 Minuten und eigentlich, ja, spricht gar nichts dagegen, das mal auf den Tisch zu bringen. Ich kann allerdings die Regeln nicht. Ich habe irgendwie, ja, lag es auch irgendwie in der hintersten Ecke des Schrankes. Ich habe es schon irgendwie fast einigermaßen aus den Augen verloren. Würde ich auch eigentlich gerne mal spielen und nehme ich vielleicht auch nochmal, ja, so für die nächsten Wochen vor, das mal vorzubereiten und dann einfach mal, ja, ungefragt sozusagen auf den Tisch zu bringen und mir da ein bisschen. Ja, mich da ein bisschen schlauer zu machen, ob das denn auch was für öfter ist oder ob das eher so ein ja, Fehlkauf war, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht sagen, bin ich aber auch gespannt drauf. Dann ein Spiel, ja, das fand ich, glaube ich, gar nicht so gut. Ich habe es aber auch, ich habe es mir auch nicht gekauft. Ich habe es tatsächlich auf der Messe gewonnen, weil ich dort den Joker gefunden habe und mit dem Selfie gemacht habe und dann hat man irgendwie das Spiel gewonnen. Und zwar geht es um King of the Valley. Und ja, das Spiel ist von einem super kleinen Verlag. Und es ist so ein bisschen so ein, ja, so ein Plättchen-Auswahlspiel. Also wir haben hier irgendwie so eine Auslage von Plättchen, auf denen wir dann unseren People irgendwie stellen können. Und dann können wir irgendwelche Aktionen triggern damit. Und ja, und mehr weiß ich auch gar nicht so über das Spiel. Ich habe es mir am Stand, glaube ich, ja, ich habe es mir erklären lassen. Ich war jetzt nicht so richtig begeistert, als ich es gehört habe. Es klang auch so ein bisschen,
ja, ein bisschen zu simpel, aber das muss gar nicht unbedingt was heißen. Es kann ja irgendwie auch trotzdem Spaß machen, auch wenn es ein bisschen seichter ist. Für 2 bis 4 Spieler soll nur 45 Minuten dauern, also ist wahrscheinlich auch ein Spiel, was man einfach mal eben einschieben kann. Da bin ich aber tatsächlich gar nicht sicher, ob ich es überhaupt aufmache oder ob ich es vielleicht irgendwie weggebe. Vielleicht, ja, verlose ich das auch mal. Wir sind ja auch so relativ nah dran an den 1000. Ich muss sowieso mal überlegen, was ich bei den 1000 Abonnenten irgendwann mal mache. Irgendwie ein Special. Aber ja, würde sich vielleicht anbieten, das auch zu verlosen. Ist halt noch original verpackt und ja, ich möchte euch nicht irgendwie ungern, also eigentlich möchte ich euch ungern so meine alten, gebrauchten Sachen andrehen, ja, die ich irgendwie verlose, weil ich sie irgendwie nicht gut finde oder so. Hier ist das wenigstens original verpackt und ich habe es selber noch nicht gespielt, also kann auch gut sein. Aber ja, ich habe irgendwie nicht so richtig die Intention, das zu spielen. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht liegt es auch am Look. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, liegt auch auf meinem Pile of Shame leider. Dann ein Spiel, ja, das liegt auch schon sehr lange auf meinem Pile of Shame. Und ich würde es wirklich gerne mal spielen, aber ich habe einfach tatsächlich nicht die Runde und auch eigentlich nicht die Zeit dafür. Und ich habe noch nie ein 18XX gespielt und ich habe hier ein 1822 Great Britain liegen. Auch schon seit, ja, bestimmt 2 Jahren, über 2 Jahren habe ich das Spiel hier. Es war, glaube ich, ein Kickstarter und ja, als ich das damals irgendwie gebackt habe, war ich auch noch nicht so richtig aufgeschlaut, was so diese 18XX-Spiele angeht. Dass die halt so unendlich lange dauern, dass man unendlich viele Leute dafür braucht. Oder ja, braucht man nicht, aber mindestens 3 Spieler. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das Beste ist an der Spieleranzahl. Ich würde gerne mal ein XX-Spiel spielen. Ich würde auf keinen Fall tiefer einsteigen wollen in diese Materie, weil das doch relativ speziell ist und einfach wirklich sehr zeitintensiv. Aber ich würde trotzdem gerne einmal die Erfahrung gemacht haben, so eins zu spielen. Und dann würde ich natürlich am liebsten ja, dieses hier spielen, diese Version spielen, um mir dann ja, zu überlegen, ob es in der Sammlung bleibt oder nicht. Aber ich bin fast schon irgendwie so ein bisschen kurz davor, das auch wieder abzustoßen, weil ich irgendwie merke, dass ich nicht dazu komme. Weil wenn ich, sagen wir mal, ich habe mal einen Samstag oder einen Sonntag oder was weiß ich, ja, einen kompletten Tag irgendwie frei oder Zeit, was zu spielen. Dann läuft es meistens darauf hinaus, dass wir entweder ja mehrere Sachen spielen oder vielleicht mal Twilight Imperium spielen, was dann natürlich auch sehr lange dauert. Und wenn ich jetzt überlegen sollte, ich muss das, also oder ich spiele das hier oder ein Twilight Imperium, dann fällt die Wahl wahrscheinlich auf Twilight Imperium. Aber ja, ich will es trotzdem irgendwie ausprobieren. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, genau. Das zu 1822, auch leider noch auf meinem Pile of Shame. Dann haben wir ein Spiel, da freue ich mich mega drauf. Es ist zwar auf meinem Pile of Shame, jetzt Status heute. Ich glaube, das Video, ja, es ist ein Dienstagsvideo oder Mittwochvideo. Ich weiß noch nicht so lange, es war nicht veröffentlicht. Ja, auf jeden Fall, auch wenn ihr das guckt, habe ich es wahrscheinlich noch nicht gespielt. Aber nächstes Wochenende werde ich dieses Spiel endlich mal mitspielen. Ich habe eine Spielerunde gefunden, wo wir das mal zocken. Und da bin ich mega gespannt drauf und da freue ich mich auch riesig drauf. Abgrundtief, ja, so ein Verrätermechanismus-Spiel. Das ist ja im Grunde genommen der gestreamlinete Nachfolger von Battlestar Galactica. Und ja, hier ist halt ein anderes Setting. Wir sind hier im Cthulhu-Universum und hier geht es halt darum, dass die Nicht-Verräter irgendwie überleben müssen und das Schiff irgendwie retten müssen und die Verräter wollen halt irgendwie insgeheim das Schiff zum Sinken bringen und alle in die Tiefe ziehen. Und ja, da freue ich mich mega drauf. Fantasy Flight, ganz, ganz tolle Reviews habe ich bisher davon gehört. Ich habe einfach, eigentlich habe ich nur Gutes davon gehört. Ich habe selbst von den Leuten, die wirklich auch Battlestar Galactica mögen und auch die Battlestar Galactica nicht mögen, habe ich eigentlich nur Gutes gehört. Und deswegen, ja, freue ich mich mega drauf. Ich glaube, das entfaltet sich dann auch so ein bisschen, wenn man es ein paar Mal gespielt hat und auch ungefähr weiß, wie das Metagame geht. Richtig geiles Ding. Da werde ich auf jeden Fall dann auch ja, in den nächsten Gespielfolgen von berichten, von der Partie, die ich jetzt vorhabe. Und dann ja, kommt es im Grunde genommen auch vom Pile of Shame, weil ich, ja, ich habe zwar nicht diese Version gespielt, aber ich habe es dann mal mitgespielt. Und dann weiß ich auch, ob ich vielleicht nochmal eine Runde mit diesem Spiel hier, ja, dann irgendwie starte, ob das sich das lohnt. Aber ich glaube schon. Ja, dann haben wir, ja, wir haben noch so ein paar eigenständige Sachen.
Ich muss mal ganz kurz hier umsortieren, sonst komme ich da gar nicht mehr dran gleich. So, wir haben noch hier eigentlich einen etwas größeren Stapel. Und zwar haben wir hier ein, ja, das ist noch ein etwas kleineres Spiel. Das habe ich vor ein, zwei Wochen geschenkt bekommen. Rune heißt es. Es ist Strategic Card Game, where you try to summon Simulio from another world. Collect Mana from the Rune Stones to complete the ritual. Ja, kleines Spiel wahrscheinlich. Ich kann euch nichts darüber sagen. Es ist ein Zweispielerspiel. Soll 10 Minuten dauern, ist ab 8 Jahre. Rune. Ja, werde ich vielleicht mal ausprobieren. Mal gucken. Dann, ja, dann eine Erweiterung. Und zwar die Erweiterung zu Tiny Epic Dungeons. Und zwar die Stories-Erweiterung. Und ja, da, ich bin jetzt bei Tiny Epic Dungeons noch nicht so weit, dass ich sage, okay, ich möchte die erste Erweiterung reinbringen. Aber definitiv auch etwas, was ich mir angucken werde und angucken muss. Ich finde Tiny Epic Dungeons so, ich habe halt nicht viele Dungeon Crawler oder das ist vielleicht sogar mein einziger Dungeon Crawler in der Sammlung. Und das heißt, ich komme auch nicht oft dazu, Dungeon Crawler zu spielen. Und deswegen, ja, finde ich Tiny Epic Dungeons einfach so genial, weil es so super geil für Leute ist, die nicht so richtig krass tief in Dungeon Crawlern drin sind, die halt jetzt nicht irgendwie Machina Arcana mal eben so runterspielen oder was gibt es da noch für Dungeon Crawler, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Und ja, Tiny Epic Dungeons ist ein geiles Game, ist natürlich auch nicht so ganz super abwechslungsreich, aber wie gesagt, für Einsteiger cool. Und jetzt hier mit dieser Stories-Erweiterung, ja, da verspreche ich mir dann einfach noch so ein bisschen mehr Flavor, ein bisschen mehr ja, Atmosphäre. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ist ein, ja, war beim Kickstarter dabei, habe ich mitgebackt und daher noch auf dem Pile of Shame, aber bald nicht mehr, würde ich sagen. Das spiele ich definitiv auch in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, dann ein noch was super Kleines, das ist schon ewig auf dem Pile of Shame und das lohnt sich eigentlich auch gar nicht so. Also das ist eine kleine Erweiterung zu Teotihuacan, heißt Im Schatten des Xitl. Und ja, hier gibt es einfach neue Startplättchen und alternative Technologienplättchen, was ich ganz cool finde. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist was, was man einfach ja spontan mit irgendwie ins Grundspiel reinmischen kann, wo man dann sagt, okay, heute spielen wir mal mit den neuen Technologien. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe es aber seitdem ich das hier liegen habe, noch nicht wieder ja, in der Hand gehabt. Wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Teotihuacan, Erweiterung. Dann, ja, ein sehr schönes, großes Spiel, was ich unbedingt spielen muss. Ihr seht, es ist immer noch eingepackt. Und zwar geht es um Nemesis Lockdown. Das ist ja der Nachfolger zum Nemesis, beziehungsweise eine Abwandlung des normalen Spiels Nemesis. Das ist auch Standalone. Wir sind jetzt hier nicht mehr auf einem Raumschiff, sondern wir sind hier auf einer Raumbasis. Es gibt so ein paar kleinere Anpassungen insgesamt an dem Spiel. Es gibt neue Charaktere, die so ein bisschen ja, abwechslungsreicher, ein bisschen interessanter sind. Wir haben auch irgendwie, es gibt so einen Fahrstuhl, weil das man jetzt irgendwie auf verschiedenen Ebenen sein kann. Aber ansonsten bleibt im Grunde genommen an dem Nemesis-Grundspiel oder an dem normalen Nemesis, was ja auch so ein Semi-Koop-Spiel ist, bei dem wir am Anfang so ein bisschen zusammenarbeiten sollten, um irgendwie gegen die Aliens anzukommen. Und dann verfolgt aber jeder eigentlich so sein geheimes Ziel und möchte entweder alle umbringen oder möchte irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise überleben oder fliehen oder was auch immer. Ja, das ist so ein bisschen. Und das ist hier eigentlich genau das Gleiche. Also es gibt hier wieder Aliens, es gibt hier wieder ja, verschiedene Räume, in denen man Aktionen machen kann. Ja, 1000 Minis irgendwie, die bei mir alle grau bleiben werden, weil wer hat schon Zeit, 1000 Minis zu bemalen, wenn man auch noch spielen möchte nebenher und arbeiten muss und Videos drehen muss. Und ja, daher ist es noch original eingepackt, aber ich werde es definitiv irgendwann auspacken, spätestens wenn ich mich auf die Regeln vorbereite. Das wird auf jeden Fall mega cool. Da muss ich noch die richtige Runde zusammen trommeln für, wer darauf Bock hat. Muss dann auch noch mal gucken, mit wie vielen Leuten man das am besten spielt. Wahrscheinlich ist es auch wieder am geilsten zu 4 oder 5, genauso wie das andere Nemesis. Mal schauen. Aber ja, wird ein richtig cooles Ding. Da freue ich mich definitiv drauf. Das wird cool.
Dann eine, auch noch eine kleine Erweiterung, oder jetzt kommen wir eigentlich, ja, wir haben noch ein paar Erweiterungen hier stehen. Und zwar die Erweiterung zu Dinosaur World Ice Age Pack. Ich habe noch zwei weitere Erweiterungen, die habe ich auch mittlerweile gespielt. Das ist die Water Pack und Hybrid Pack Erweiterung, die ja bei Dinosaur World einfach so ein bisschen ja noch zusätzlich was bringen. Diese Water Pack bringt irgendwie, dass man so Algen in seinem Gehegen hat und noch so Wassergehege hat. Und die Algen kann man dann in DNA umwandeln. Das ist irgendwie nochmal eine zusätzliche ja, Methode, DNA umzuwandeln und auch noch People zu benutzen in seiner Jeepeltour. Dann gibt es Hybrid Pack, da gibt es jetzt einfach Paddocks, also Gehege, die ja, unterschiedliche oder zwei verschiedene Dino-Arten fassen können, aber dann auch so ein bisschen schwieriger von dem Sicherheitsgrad zu handeln sind, weil man da öfter so einen würfeln muss. Und hier in dem Ice Age Pack gibt es jetzt ja Ice Age Meeples. Also, wir haben hier Mammuts, wir haben hier so Eisbären oder so Säbelzahntiger, so Elche. Ich weiß nicht, ob man das so richtig gut sehen kann hier in der Kamera. Ich versuche das mal scharf zu stellen. Ja, das klingt ganz cool. Und dann ja, gibt es natürlich auch wieder Gehege für diese Ice Age Dinger. Und es gibt hier noch ein Ice Age Die. Also auch wieder super klein, kann man einfach mal ja so als Abwechslung mit reinnehmen in das Dinosaur World. Mir gefällt das immer ganz gut, das Dinosaur World. Ist einfach ein bisschen grübellastiger noch als das Dinosaur Island. Aber ja, doch ein bisschen gestreamlighter vom Flow her, sag ich mal. Deswegen. Ja, dann noch zwei Erweiterungen zu einem Spiel. Ja, wo ich mir immer noch nicht so richtig sicher bin, ob ich das geil finde oder nicht. Eigentlich finde ich es ganz nett. Es ist aber so wenig einsteigerfreundlich, weil es so krass asymmetrisch ist. Und zwar geht es um Merchant's Cove. Und bei Merchant's Cove da ist noch eine weitere Erweiterung, The Innkeeper, die habe ich auch schon gespielt. Das sind im Grunde genommen dann einfach jetzt neue Charaktere hier. Ja. Die habe ich halt noch nicht aufgemacht. Die könnte man einfach noch mal zocken. Es kommt sehr selten bei uns auf den Tisch, weil ja zu zweit ist nicht so cool, macht nicht so viel Spaß. Zu dritt ist ganz cool, aber irgendwie, wenn wir zu dritt oder zu viert sind, haben wir dann irgendwie immer was Besseres. Ja, oder was Besseres will ich gar nicht sagen, aber was anderes irgendwie im Sinn gehabt zu spielen. Die Auswahl ist einfach zu groß, aber trotzdem würde ich mir auch gerne noch mal diese beiden, ja, Erweiterungen angucken. Da haben wir hier den Dragon Rancher. Der Dragon Rancher hat hier irgendwie, der kann so Drachen züchten. Ist natürlich alles relativ simpel. Also die Mechanismen der einzelnen Charaktere sind wirklich, ja, karo einfach. Da muss man sich nicht irgendwie was Kompliziertes vorstellen. Es gibt ja auch einen, der so Würfel setzt, Dice Placement Mechanismus hat, der andere hat irgendwie so Murmeln. Und das ist wirklich super einfach. Also man kann das, ich sage Einsteiger nicht besonders einsteigerfreundlich, weil asymmetrisch, aber die Asymmetrie ist einfach wirklich super einfach. Also man gibt es vielleicht jemanden, der Englisch kann, das ist halt auf Englisch das Spiel, und der hat das in 5 Minuten drauf, so. Und dann haben wir hier den The Oracle, ist so ein bisschen, ja, Draw and Write oder Flip and Write oder, nee, Roll and Write ist es hier. Da hat man so einen Würfelbecher, hier unten wollte ich da, genau da, und kann hier auf dem Board dann so, ja, Sachen zeichnen, einzeichnen und dadurch vielleicht irgendwie seine Waren herstellen. Ja, beide noch nicht ausprobiert, würde ich aber auch ganz gerne mal. Und ja, wenn ich das verkaufe vielleicht oder so oder veräußere, dann geht das sowieso in einem Komplettpaket weg. Und da die anderen Sachen schon auf sind, macht das eigentlich ja auch nichts mehr, oder? Also, ja, mal gucken. Genau. Und dann, ja, noch ein Spiel. Da habe ich tatsächlich von der ersten, also es ist Standalone, und von der ersten Version des DR habe ich relativ viele Regelvideos gemacht, die auch so mittelmäßig angekommen sind. Aber ja, Regelvideos sind ja sowieso nicht so super beliebt, aber ich dachte mir, es macht vielleicht Sinn. Und jetzt haben wir hier den zweiten Teil von Pinball Forcade, auf Deutsch ja Flippermania. Diese Version hier mit den Tischen gibt es bisher nur auf Englisch. Und ja, es ist Standalone. Also hier sind tatsächlich einfach neue Flippertische drin. Ich habe mir die auch schon alle mal angeschaut. Ich habe aber noch keinen auf den Tisch gebracht. Und ja, so ein bisschen unterscheidet sich das von der ersten Version, dass hier die Flippertische jetzt ja so ein bisschen länger und erweitert sind. Also dass tatsächlich hören die jetzt nicht hier auf der einen Seite auf,
also auf dem unteren Blatt, sondern die ja, gehen jetzt hier weiter hoch. Das heißt, man kann die Kugel immer hier bis nach ganz oben schießen. Und ja, es gibt dann natürlich auch wieder bei dem einen oder anderen Tisch so Minigames. Wir haben hier so ein High Roller, das ist eher so, ja, so Casino-mäßig, würde ich sagen. Oder so, will irgendwie, so, ja, der will, glaube ich, hier so einen Ring stehlen in so einer Bank oder in so einem Casino, in so einem Safe. Das klingt irgendwie ganz witzig. Dann haben wir hier Pinballs, Breslam Lincoln. Ja, irgendwie mit so einem Monster. Ist auch so ein bisschen, habe ich noch nicht so viel von gehört. Dann gibt es hier, was gibt es hier noch? Das hatten wir schon. Gucken wir nochmal. Dann gibt es hier Goofer Gold. Da sind wir so, sind wir so Hamster in so einer Mine. Dann haben wir hier so einen Tisch, da sehen wir das auch nochmal. Sieht auch irgendwie ganz witzig aus. Und dann haben wir noch Top Speed. Noch so ein so Rennauto, so Need for Speed Style. Das ist auch irgendwie ganz cool. Also da gibt es auf jeden Fall noch den einen oder anderen Flippertisch, den ich hier ausprobieren muss. Freue ich mich auch drauf. Ist aber was für, ja, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, mir die einzelnen Tischregeln durchzugucken. Und ja, aber ich fand es immer ganz nett. Aber es ist irgendwie so wie die anderen auch. So ein, ja, hier. Also wenn ihr noch gar nichts davon gehört habt, ist halt, man wirft einen Würfel oder zwei Würfel, einer. Und alle müssen dann ihre Kugel anhand der Würfelzahl dann auf ihrem Flipperboard hin und her bewegen und dann halt Punkte machen. Ja, ist ganz, ganz cool. Ich finde es eine super Idee. Ist mal ja was sehr, sehr Immersives auch. Ich finde, das Flippergefühl kommt richtig gut rüber. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Ja, und das letzte Spiel, was ich euch zeigen möchte, da werdet ihr bestimmt alle die Hände über den Kopf schlagen und sagen, was, wie kann er das noch nicht gespielt haben? Ist er denn verrückt? Diesen Kanal werde ich sofort deabonnieren. Ich hoffe, dass ihr das nicht tut und mich nicht steinigt, löhnigt oder was auch immer Schlimmes antun wollt. Und zwar geht es darum, dass ich leider noch nicht Spirit Island, die zerklüftete Erde gespielt habe. Ich habe die Erweiterung zu diesem ja doch relativ grandiosen Spiel hier schon seit sehr langer Zeit liegen, eigentlich seit es rausgekommen ist. Und ja, seitdem ist leider Spirit Island nicht einmal auf den Tisch gekommen. Es ist leider so, dass ich hier in meinem Haushalt niemanden habe, dem das gefällt. Ich auch nicht so der, glaube ich, nicht so der super kompatibelste kooperative Zweispieler Typ bin, sag ich mal. Ich würde es aber trotzdem gerne mal ausprobieren und gerne mal spielen und mir die neuen Spirits hier, die neuen Geister angucken. Ah, aber ich habe es noch nicht geschafft, ey. Ich weiß auch nicht. Ja, da würde mich auch nochmal eure Meinung interessieren. So, sagt ihr, das ist das erste Spiel, was ich auspacken muss. Vielleicht muss ich sogar Solo spielen. Oh nein, ich muss was Solo spielen. Das wäre furchtbar, sag ich mal, für. Also ich bin unglaublich schlechter Solo-Spieler, weil ich immer andauernd irgendwelche Sachen vergesse zu verschieben und dann nicht mehr weiß, wo ich eigentlich war. Und ich brauche irgendwie so diese Struktur mit einer, irgendwie ein Gegenspieler ist dran oder ich bin jetzt dran und jemand guckt so ein bisschen, was gemacht werden muss. Und oder was soll ich machen mit diesem Game? So, schreibt mal in die Comments, wie würdet ihr da jetzt rangehen, das zu zocken? Ich habe irgendwie Bock, aber auch irgendwie, ist schwierig. Ja, bin ich ein bisschen traurig, dass das hier schon so lange steht. Muss ich mir was einfallen lassen. Genau. Spirit Island, die zerklüftete Erde-Erweiterung. Ja, und das war tatsächlich mein aktueller kompletter Pile of Shame. Ansonsten habe ich hier alles gezockt, was in meinem Spieleregal vorhanden ist. Ich habe jede Version auch ja, meiner Spiele gezockt. Ich habe sonst nichts mehr. Hier im Regal, was ich euch ja präsentieren könnte, was ich noch nicht gespielt habe. Und das geht doch eigentlich, oder? Was meint ihr? Ich finde, so ein Pile of Shame, der ist gar nicht so groß. Also
Finde ich. So, dann könnt ihr auch nochmal schreiben. Seid ihr vielleicht einer anderen Meinung? Meint ihr, das ist zu viel? Ich sollte jetzt mal aufhören, mir Spiele zu kaufen, bevor ich nicht das alles hier runtergespielt habe? Oder sagt ihr Respekt, dass ich schon so viel gespielt habe? Also es sind ja doch schon ein paar Spiele, die ich hier auch regelmäßig vorstelle. Und ja, so viele habe ich auch noch nicht verkauft. Das heißt, die Sammlung ist auch noch relativ nicht ausgedünnt. Ja, bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Ja, haut einfach in die Tasten. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal mit einem Abo unterstützt. Das ist kostenlos und so könnt ihr meinen Kanal so unterstützen, dass er weiter wächst, dass ich weiter ja, so eine Art Videos für euch machen kann, sei es auch Reviews oder Gespielt-Videos, Brettspiele total. Ihr wisst, ich mache ja so ein paar andere Formate natürlich auch. Ja, wie gesagt, ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video. Ich habe hier die letzte Brettspiele-Total-Folge, die ich euch ans Herz legen kann. Da gibt es wieder ja, richtig coole Infos zu Spielen und auch zu Highlight-Videos aus der letzten Woche, aus einer bestimmten Woche immer. Das mache ich jede Woche, das kommt jede Woche neu. Auch da lohnt es sich, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten habe ich noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch hier vorschlägt. Das muss auch gut sein, wisst ihr ja. Und dann, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald, euer Chris. Ciao, ciao.